Schalömchen, ich bin's, der Knacksack. Übrigens, Stefan, das ist nicht live. Stefan, das ist nicht live. Ich sehe auch heute wieder ein bisschen ungepflegt aus, aber ich benutze 20 Zauberfilter. Die machen aus mir so was Ähnliches wie Pitbrett. Aber es geht auch hier um ein anderes Brett. Es geht um Kischli, den wahnsinnigen Pommesvernichter. Er hat ein neues Video rausgebracht auf Anton. Ich habe mir sagen lassen, beugehaft. Wir hören da rein, Action. Das ist bestimmt witzig. Beugehaft. Da haut er sich erstmal aus dem Weinkelch erstmal mal eben morgens seinen Apfelsaft da rein. In seinem Kinder-T-Shirt, wie immer. Ja, gut. Okay. Aber mein Friseur war da, aber ist irgendwie nicht so gut gelaufen. Auf den Kopf. Ja, auch guten Morgen, liebe Sorgen. Seid ihr auch schon alle da? Ich hab erstmal hier den unresozialisierbaren Vollassi raushängen lassen. Ich bin erst um 11 Uhr aufgestanden. Aber dafür bin ich auch erst um 6 bin ich ins Bett gegangen. Diese Gerichtsprozesse, die kosten ja richtig Kraft. Ne? Nein, alles gut, macht euch keine Sorgen. Wir reden noch darüber, macht euch keine Sorgen. So, Kirsche war scheinbar schon mal duschen, haut sich erstmal seinen Apfelsaft in den Kürbis, jetzt mal ein Kippchen drauf. Man sieht schon wieder das Boshafte, das arbeitet schon wieder in ihm. Naja, also, mal gucken, hier ein bisschen Trash-Bastel, ne? Halt wie immer, ne? Es arbeitet. Finde ich gut. So, dann wird die Nase hochgezogen, ne? Sagt er. So, dann wird mal wieder gehustet und gerotzt, ohne Hand vor Mund. Ja, dann wird gejammert, gleich gibt was zu essen, aber ich weiß nicht mehr. Ja, keine Ahnung, ne? Alles weggeputzt. Was sagt er jetzt? Hungerstreik. Ausgerechnet er. Herrlich. Ja, dann gibt es da die Vorwurfsnummer, ihr seid eine scheiß Community, wenn ihr eine richtige wärt und euren Kischli, den Adligen hier unterstützen würdet, ja, dann könntet ihr sich noch 3 Playstation kaufen, ne? Unterstützt lieber euren Knacki, dann könnt ihr mir noch ein paar Webcams kaufen, ne? Aber nur die teuren. Ich hau mich weg, total leckter. Leute, ihr wisst doch gar nicht, was das für Arbeit ist im Internet. Für ihn, auch wenn er nur Scheiße gebaut hat, sagt er jetzt gerade allen Ernstes. Doch, das, ich kann mir das ganz gut vorstellen. Mach dir da keine Sorge. Ich meine, der Rest, der kann sich das mit Sicherheit auch gut vorstellen. Stefan, dran denken, das ist nicht live. Kannst trotzdem Kohle schicken, ne? Weiß ich Bescheid, Schätzelein. So, jetzt hat er festgestellt, dass seine ganzen Fake-Accounts nicht zugucken und das hätte keinen Wert für ihn. Ja, ist doch logisch, ne? Ich meine, da kann ja ruhig 30.000 stehen, aber wenn er anschließend trotzdem nur 300 maximal zugucken, ist halt ein bisschen wenig, ne? Ist aber auch ein Problem, was der Herr DLP auch hat, ne? Proportional ist die Zuschauerschaft da, sagen wir mal, schlecht, schäbig aufgeteilt, ne? Ja, so sieht's aus. Das ist, wenn man sich seine Follower kauft, ne? Für die Optik. Ja, jetzt ist er natürlich unzufrieden, aber die Unzufriedenheit, die hängt mit einer ganz einfachen Geschichte zusammen. Schlechter Support. Den kotzt natürlich an, dass ich irgendwie nur alle 3 Wochen hier einen Stream mache oder alle 14 Tage oder einmal die Woche und die Leute mir dann teilweise richtig hier Schotter auf den Tisch werfen und sagen, ja, du bist ein geiles Sau, wir lieben dich, ne? Wir finden deine Sprüche gut, außerdem lässt du dich für uns verurteilen, ne? Und nicht resozialisierbar, ne? Genau, was wir haben wollen. Ja, ist da logisch. Wenn man Content, Kische, wenn man Content hat, wenn man was darstellt, ne? Guck mal, ich habe strubbelige Haare, ich war nämlich zum Beispiel noch nicht duschen, ne? Und sieht trotzdem gut aus. Das ist der Unterschied. Du siehst aus, Alter, mit deiner Rübe, mit deiner Helmfrisur, ne? Aber egal, das ist, wenn man wenig Haare hat, dann gibt's halt nur so einen verschärften Haarschnitt, ne? Aber ich meine, du musst das mit deinem Friseur abklären, nicht ich. Ja, das ist seine Unzufriedenheit kommt im Prinzip ja hier wenig Tata, ne? Ich wäre auch unzufrieden, muss ich tatsächlich sagen. Ich habe ja auch Phasen, wo ich total unzufrieden bin, wo ich hatte 2 Phasen, ne? Ich habe so viel Geld hier rumliegen gehabt, also Eva, dass du hier gesessen hast und hast tagelang eBay Kleinanzeigen durchgewühlt und hast gesagt, brauche ich das nicht. Wenn ich das brauche, warum brauche ich das? Ich habe das schon 5-mal. So, verstehst du? Das macht unzufrieden, wenn man einfach sagt, so, ich habe schon überlegt, mir eine PlayStation 5 zu kaufen, obwohl ich gar nicht zock. Einfach, weil ich gedacht habe, der Kirsch hat auch so ein Ding, steht bei dem auch nur im Regal rum.
oder Nintendo Switch oder sowas, oder wie die Dinger heißen, ne? Einfach mal, um zu, auch am Wirtschaftskreislauf teilzunehmen, zu sagen, komm, ich hau auch mal 500 raus für Scheißdreck, für den nächsten Staubfänger im Regal. Ja, ich weiß, wie das ist, wenn man unzufrieden ist. Klar, logisch. Aber es gibt auch Phase 2, wo ich auf meinem PayPal-Konto gucke, also auf Evers, und da steht 0 Euro. Das ist auch doof, ne? Aber mir fällt dann meistens auch ein, dass ich schon seit 3 Wochen nicht online war. Ja, könnte daran liegen. Keine Ahnung. Dann geht's weiter. Selbsterkenntnis. Wo sind die ganzen Fans geblieben, die jahrelang da gewesen ist von Kirschli? Ja, wo sind sie? Also wenn ihr mich jetzt fragen würdest, würde ich sagen, die hast du alle weggeekelt, ne? Die hast du alle entsorgt. Die hast du alle ausgeräubert, ausgebeutet, alle erniedrigt, beschimpft, beleidigt. Ja, wo sind sie geblieben? Teilweise bei mir, teilweise beim Onkel. Teilweise sind sie in Rente gegangen. Manche fahren in Urlaub jetzt mit ihrem Geld und sagen, der Dicke soll arbeiten gehen. Ja, wo sind sie geblieben? Ja. Jetzt, seine Meinung ist übrigens, alle, die ihn nicht mehr supporten oder früher supportet haben, das sind jetzt Heuchler. Nein, das ist so ähnlich, als wenn du in die Kirche gehst und der Meinung bist, du hättest Jesus gesehen. Zumindest hing da vorne einer am Kreuz geschlagen und man hat auch den Eindruck, der hat einen Fuß bewegt, ne? Jesus lebt. Das sind keine Heuchler, das sind Leute, die dazugelernt haben. Das ist der feine Unterschied, mein Freund. Ja, so sieht das aus. Sind keine Heuchler. Jeder, der sich von dem Wahnsinn abwendet, ist ein guter, ein guter treuer Fan, der dem Wahnsinn den Rücken zukehrt, ist ein guter Fan, tatsächlich. Also, aber können die meisten ja nicht. So, jetzt kommt der Rechtsexperte. Ich muss mal kurz meinen Tisch einmal frei machen wegen den Blutflecken, falls da irgendwas passiert. Gestern hat er erfahren, er hat ja keine Ahnung, sagt er, dass Knacki Deluxe 3.000 Euro Geldstrafe bekommen hat. Nein, hat er nicht. Und Bewährung, und das wäre kein Wunder, wenn man die Bilder von anderen nimmt. Ach, ist das so? Oder die Musik, oder den Content, oder die Liedtexte von irgendwelchen. Ich meine, gerade du musst mit dem Finger wieder auf irgendein zeigen. Ja, er macht eine Anspielung auf DLP. Stefan, wir sind immer noch nicht da. Er macht eine Anspielung auf DLP. Ja, du bist schon auf der richtigen Fährte. Aber mich als schlechtes Beispiel hier nehmen. Mein Freund, das ist keine gute Idee. Das kann ich dir jetzt schon verraten. Ja, dann bist du jetzt auch wieder an mir dran. Das kannst du ja gerne tun. Dann gehe ich auch mal bei dir ein bisschen dran. Ich meine, du hast ja genug Böcke geschossen und dummes Zeug erzählt. Wenn du der Meinung bist, das musst du unbedingt machen, machen wir das halt zusammen. Also ich bin da flexibel. Weißt du noch, auf mich kannst du nicht da verlassen. Wie oft der hier Leute angezeigt hat und wo nie was drauf passiert ist. Ja, aber ist egal, ne? Ich jetzt bin ich ja angeschossen. Vielleicht hat er gesagt, komm, ich versuche auch mal, ne? Ja, mach mal, viel Glück. Junge. Dann geht es ja um die Schweinebilder. Also erstmal, den, über den ich immer rede, der heißt Kirche und nicht Kirchli der Adlige. Zweitens, Schweinebilder sind ja eine Metapher dafür, dass sich ein Mensch antisozial benimmt. Also frisst wie ein Schwein, rübst wie ein Schwein, furzt wie ein Schwein. Also all das, was, sagen wir mal, als normale Umgangsform, was du in deinem Hobbykeller, auch vielleicht in deiner Familie, im Kreise deiner Lieben, alles, was du dort tun könntest, kotzen, scheißen, rülpsen, furzen, das Ding wegschnüffeln, husten ohne Hand vor den Mund, deine Rotze hochziehen, das kannst du ja alles tun. In deinem Kulturkreis mag das möglich sein, in meinem ist das eben relativ unüblich. Und dann gibt es auch diese Schnittstelle zum Internet. Jeder hat das Bedürfnis, sich ja irgendwo auch zu präsentieren. Stefan, wir sind übrigens immer noch nicht online. Und zwar ordentlich. Und du bist genau das Paradebeispiel ja dafür, wie man sich eben nicht ordentlich präsentiert. Du bist das Beispiel dafür, dass einem die treuen Fans weglaufen. Und du bist das Beispiel dafür, und zwar das richtig Schlechte, dass du auch noch so arrogant bist, dich da hinsetzt und dich bei den Leuten beschwerst und sagst, ich verstehe gar nicht, wo ihr geblieben seid. Ja, du hast sie alle weggeekelt. Was ist denn los? Du hast alle Menschen, die jemals irgendwas mit dir zu tun haben, ausgebeutet, weggeekelt, ausgepresst wie eine Zitrone und anschließend hier durch den Ring geprügelt. Ich meine, was erwartest du denn jetzt genau? Dass die alle sagen, ja warte, ich nehme einen Kredit für dich auf, oder? Junge, dass du einer der Schüssel, ehrlich. Total aber ehrlich. Ja, du hast die Schnauze vollgestrichen und sagt, ich geh schon wieder aufs Fressen. Ja, wenn du die Schnauze voll hast, suchst du dir am besten mal eine Vollzeitstelle und tust mal ein bisschen was fürs Bruttosozialprodukt. Ich habe gestern übrigens ja auch, der Richter hat ja auch gesagt, Ich wäre ja der deutsche, schöne Grüße an die Staatsanwaltschaft Dortmund, an meinen Richter am Amtsgericht in Hamm, Borbeckstraße 1.
falls Sie dieses Video sehen. Ich fand die Kritik gut, muss ich tatsächlich sagen. Ich fand auch diese Einschätzung fand ich erstmal gut. Ich bin nicht resozialisierbar. Ja, das ist richtig. Ich bin 61, mich resozialisiert keiner, weil ich immer noch gut vom Böse unterscheiden kann. Ich habe genug Nerven und Eier, auch Unrechtsurteile einfach hinzunehmen. Da kacke ich einen dicken Haufen drauf. Ja, das hört sich jetzt wieder irgendwie an wie, was weiß ich, hier so ein asozialer Vollpenner. Ihr habt mich hier durch alle möglichen Justizvollzugsanstalten geschickt. Ich habe das Beste draus gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe da mehr rausgelernt, wie ihn da allen zusammen lieb ist. Ich habe vor nichts auf der Welt Angst gehabt. Vorher nicht, hinterher nicht. Ist mir alles Latte. Habe ich immer gesagt, da bleibt auch dabei. Ne? Da machen wir aber nochmal ein extra Video. Ne? Wo der Puls, ich nehme auch extra hier drei von meinen Blutdrucktabletten, damit der Puls schon umbleibt. Ne? So. Aber mich resozialisieren? Nein, ich kann gut von böse unterscheiden. Das hat nichts mit irgendeinem Unrechtsurteil zu tun von irgendeinem knatschigen Richter. Nee, meine Freunde, ne? Aber ich habe das erstmal als Lob genommen. Er sagte auch, ich wäre ja der deutschen Sprache mächtig und meine Gegner wären alle ein bisschen unterbelichtet. Habe ich noch da so gesessen. Ich denke, man hat ja auch immer so diesen Tagen was sagen zu wollen. Ne? Und ich denke mal, beiß dich auf die Zunge, beiß dich auf die Zunge, tu es nicht, sag's nicht, bitte nicht. Ich habe mich auch dran gehalten, Alter, ich wieder was geplatzt. Ich hätte mir dann sofort so, ich hätte so als Antwort gehabt, ja gut, das untersuche ich mir mal, welche die rechnen, lesen, schreiben können. Gibt ja noch Gegner, die angemessenes Ziel darstellen. Also ich muss mich ja hier nicht hier mit so einer Pommes-Tüte da und mit dem Rechtschreibfehler aus Rheinbach hier Wochen und Monate und Jahre lang beschäftigen. Ne? Oder mit unserem Superbärchen oder so Quatsch. Ne? Also ich hatte da gleich kreative Ideen. Jetzt der hat ja gesagt, ich wäre ja 17 Mal vorbestraft wegen Ehrdelikte. Ja, da kann man mal sehen, wie wichtig mir der Begriff Ehre ist. Wie viel Lebenszeit, Energie und Geld ich dafür ausgegeben habe, anderen Menschen immer wieder auf den Zahn zu fühlen und ihre Fehler vorzuführen. Ja, das ist ja kein Führungszeugnis, das ist ja im Prinzip, ist das ja, das kann ja in der Bewerbungsmappe kann ich das ja reinpacken, ne? Staatlich geprüfter Verbrecher, so sieht das aus. Das ist nicht das, was ihr alles aus mir gemacht habt. Also ein bisschen Veranlagung habe ich ja gehabt. Ne? Muss ich also, dann sagte der noch, ja, wie oft ich das denn noch machen wollte. Ich habe da wieder gesessen, habe mir auf die Schnauze gewissen und gesagt, ja, theoretisch müsste ich mir mal ein anderes Betätigungsfeld suchen. Aber ja, was soll ich denn machen im Alter? Soll ich mir jetzt ein Schweißgerät kaufen? Was soll ich machen? Autos klauen? Erdelikte ist einfach ein cooles Spielfeld, muss man doch tatsächlich auch mal sagen. Erdelikte. Vor allen Dingen, wenn die Leute alle keine Ehre haben, das ist so was Interessantes. Die reden alle übereinander. Ja, mach ich jetzt auch wieder. Stefan, wir sind immer noch nicht live. Aber ich sage jetzt mal was ganz Hartes. Ich sage etwas ganz Hartes, wird vielen Leuten wieder nicht gefallen. Dieses Fotzensystem, dieser Hurenstaat, diese Olaf-Scholz-Regierung, dieses grün-versüffte linksradikale Gesocks, was hier momentan Politik macht, was hier Bürgern die Schnauze verbietet, nee, Europäische Union, die den Bauer bis aufs Feld verfolgt und all solche Sachen. Ja, könnt ihr alle machen. Aber die ältere Generation, diese Generation 60er, 50er Jahre, die weiß noch, wie es ist, ohne dass der Staat dir mit dem Finger am Arsch rumpult und dir bis auf den Frühstückstisch versucht, deine Meinung und dein Essen vorzudiktieren. Ein Ricarda Lang mit einem ganz deutlichen Gewichtsproblem will anderen Leuten erzählen, was man essen soll. Geht aber selber noch McDonald's. Also ich meine, das ist doch schon nicht mehr zu überbieten. Früher gab es in der Politik eine ganze Reihe Verbrecher. Viele, viele. Kohl, Brandt, Schmidt, es gab viele, die haben alle Dreck am Stecken gehabt. Alle. Gibt keinen, der nichts hatte. Aber das waren alles, wie sagte man, das waren Verbrecher mit Charakter. Na? Lumpen mit Charakter. Da sind sie jetzt als Nächstes. Ne? Die EU für alle Hater, falls ihr auch das Spielgebiet der Erdelikte für euch entdeckt habt. Die EU plant jetzt gerade ein Gesetz, dass Erdelikte gegen Politiker europaweit unter Strafe gestellt werden. Das heißt, du kannst demnächst also noch nicht mal über irgend so ein Kasper, den sie mit einer Crackpfeife im Arsch, mit dem Schwanz in der Nutte irgendwo erwischt haben, irgendeinen Spruch im Internet machen, ohne noch Angst haben zu müssen, dass du hier von irgendwelchen Behörden verfolgt wirst. Denn Hate Speech, ne? Völlig irre, was ich hier alles gerade plane. Vielleicht sollte ich mich mal ein bisschen mehr um solche Sachen und Themen kümmern, ne? Statt hier um den Pommes-Tütenhalter in AD außer Dienst, ne?
So, dann ist er am Erzählen, ja, Motorrad, dann Termin beim Anwalt und dann gucken die da drüber. Ja, was denn jetzt? Also gerade hast du erzählt, du willst mich verklagen, dann willst du jetzt zum Anwalt, dann weiß ich noch nicht, ob da eine Klage bei rauskommt. Es gibt die Kunstfreiheit, noch einmal. Ich werde so lange Schweinebilder nehmen und in den Kontext mit bestimmten Menschen bringen, solange die sich wie die Wildsau im Walde oder wie ein Schwein am Trog oder wie ein Mensch ohne Erziehung, ohne Anstand sich im Internet bewegen. Ja, und wenn mich das wieder eine Strafe kostet oder Knast, ich kann es dann doch nicht ändern. Ja, dann ist das halt so. Dann werde ich hier der Pommes-Tüten-Märtyrer. Ich habe keine Ahnung. Ne? Ich kann dir nur sagen, auf deiner Seite geht das genauso schnell wie auf meiner Seite. Denk mal einfach über deine ganzen Sünden nach. Es liegt an deinem Verhalten. Ich meine, DLP, ich mag den immer noch nicht, ne? Aber der hat ja recht in der Kernaussage. Es liegt an deinem Verhalten und nicht an meinem. Das, was wir hier machen, ist eine Reaktion auf das, was du hier produzierst. Und ich habe dir das ein paar Mal gesagt, nimmst du meinen Namen in den Mund, gibt's auch ein entsprechendes React da drauf. Ne? Du bist kein Gegner, 7x7, du bist immer noch nicht in der Lage, irgendwas zu berechnen im Kopf. Ja, da hat der Richter wieder recht, ne? Ja, aber wo kriege ich einen Gegner hätte rechnen können? Ne? Meldet euch bei mir. Kannst du rechnen? Hast du Bock zu beefen? Meld dich bei mir. Du solltest aber mindestens 2 Millionen Abonnenten haben, und dass ich auch irgendwas gewinnen kann an der Nummer. So, Kirsche, ich weiß nicht, ob der was gelernt hat oder ob einer ihm das Drehbuch geschrieben hat. Also Kirsche sagt jetzt gerade, er ist mit mir nicht befreundet. Ja, das ist exakt das, was ich die ganze Zeit erzähle. Es ist, aus meiner Sicht ist es sogar so, dass ich den scheiße finde. Ich habe das 100.000 Mal gesagt. Ich finde den so abartig daneben als Mensch, als Persönlichkeit, dass ich kotzen könnte. Ich könnte hier ehrverletzende Dinge sagen, stundenlang. Ich tue es nicht, ich habe es nie getan. Ich habe immer den Finger in die Wunde gelegt, wenn der wieder Scheiße gebaut hat. Und zwar immer an den Punkt, wo er gerade Scheiße gebaut hat. Weil ich wollte nicht der Richter seines Lebens werden. Und das, was der vorher gemacht hat, ob da ein Hund krepiert ist oder... Wir ändern ja eh nichts dran, wenn wir viel drüber reden. Ne, DLP zu, ne, jetzt hat er es gesagt, ne, wir sind keine Freunde, wir sind es nie gewesen. Er hätte die Chance gehabt, das muss ich zugeben. Er ist ein Exot. Ich habe ihn ja privat kennengelernt. Er ist so ein kleiner Exot. Privat ist er ganz anders wie diese digitale Sau, die sich hier rülpsen, scheißen, furzen da, versucht im Internet irgendwie Geld zu ergaunern, meiner Meinung nach. Für nix. Der kann nicht singen, der fällt von der Schlange um, robbt auf dem Boden rum. Also ich verstehe nicht, dass Leute ihm dafür Geld geben. Gut, andere Leute verstehen wiederum nicht, dass die Leute mir Geld geben, dafür, dass ich hier rumsitze und irgendwie was erzähle. Also... Da muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Das heißt, wenn er seine Fanbase hat, die ihn unterstützen will, ja, mir ist das doch egal, es ging doch nie um Geld. Mir geht es nicht um Geld, ich will weder seine Zuschauer noch sonst was, das hat er tausendmal unterstellt. Sein Problem ist, dass immer, wenn er Scheiße gebaut hat, er versucht, den Dreck auf andere Leute abzuwälzen. Dann waren es die anderen, dann hat wieder einer was gemacht. Der geht so an seinem Neid kaputt. Ne? Ich habe, weiß ich nicht, am 15., 12., 13., 11. habe ich doch Live-Sendung gemacht, da kamen 400 Euro zusammen. Ja, dann... Produziere doch einfach mal ordentlichen Content. Ich habe mehr künstliche Intelligenz-Songs auf meiner Webseite, wie du jemals Lieder gesungen hast. Und das ist alles mein Text, meine Bilder, aus meinem Grips entstanden. Ich habe mich da hingesetzt mit meiner Zeit, mit meiner Idee, mit meinem Spirit. Ich habe mir vorher die Software gekauft, mit der ich diese ganze Scheiße zusammenschraube und schnibbel. So, und dann musst du halt auch mal 500, 600, 700, 800 oder 1000 Euro ausgeben, damit du irgendwas hast. Dann kaufst du dir noch einen ordentlichen Laptop für 2 Mille und dann funktioniert die ganze Geschichte doch. Aber nein, du bist doch der Meinung, du kannst wieder bei eBay Kleinanzeigen für 20 Euro was kaufen von 1872, so ein Dual-Core mit 4 MB RAM oder sowas, und bist der Meinung, du kannst dir das Internet damit erobern. Nein, kannst du nicht. Nix kannst du. Scheiße kannst du. Rülpsen, fressen, scheißen und Kacke über andere Leute erzählen. Das ist die Wahrnehmung, die die meisten Leute von dir haben. Das ist die Wahrnehmung jetzt gerade von dir. Du sitzt da, unterhältst dich mit dir selber, kommst zu deinen eigenen Ergebnissen, kommst zu deinen eigenen Stichwörtern. Es wird mal wieder ganz schlimm. Das ist ein Teil der üblen Nachrede. Das heißt, wenn du dich da hinsetzt als Pommes-Kasper und wieder Leute bedrohst, das heißt, diese Androhung, ich gehe zum Anwalt, oder dann wird er verurteilt. Nochmal, nimmst du jetzt hier irgendwelche schäbigen Tabletten oder was? Geh doch einfach dann zur Polizei, zeig mich doch einfach an und warte, was passiert. Aber geh doch nicht hin und erzähl den Leuten vorher, obwohl ich nichts gemacht habe,
dass darauf was Schlimmes passiert. Das ist doch der Schwachsinn, den du hier produzierst. Das ist aber das, was du am laufenden Meter machst. Aber das Problem ist, dass du in deinem Kinderhirn das nicht geschissen kriegst, das reale Leben vom Digitalen zu trennen. Und nochmal, du bist 47, du hast ein Arbeitsleben weg. Da kriegen die ja bei jedem Arbeitsamt Lachrad, weil du hast 2 Monate Aushilfe in der Frittenbude und tust so, als wenn du im Börsenunternehmen geleitet hast. Ich bin total platt, ne? Wir haben schon die ersten Wetten laufen. Du hast hier ein Fahrrad gekauft, weil du ja jetzt unheimlich viel Sport machen wolltest. Ich wette darauf und die anderen auch, es wird jetzt irgendwann, bevor dein Job anfängt, der neue, wird irgendwas passieren. Du bist mit dem Fahrrad gefallen, man hat dich umgefahren, einer hat dir die Vorfahrt genommen. Auf jeden Fall wirst du Krankenschein und kannst deinen Job nicht antreten. Hundertprozentig. Irgendwie so kommt da wieder. Hundertprozentig. Da wette ich drauf. Ich wette darauf. Weil es immer so, egal was gewesen ist, länger wie 8 Wochen hält er nicht durch. Ne? Alle haben gesagt, kann sich nur daran erinnern, ja, er hat einen Job, da kam raus in der Frittenbude. Die Leute haben doch tagelang vor Lachen auf dem Boden gelegen. Einer, der eine Magen-OP hat, fängt als Aushilfe in der Frittenbude an. Wenn man keine Kohle hat, ist das in Ordnung. Ich habe auch schon scheiß Jobs gemacht, also das ist nicht. Aber ich habe die nur so lange gemacht, bis ich einen besseren gefunden habe. Aber das ist so ähnlich wie du hast ein Sexproblem, dass du so hyperaktiv bist, ne? Ist hier jemand, der mich lieben kann? Und dann fängst du als Türsteher einen Puff an oder so, weißt du, so. Das ist, sagen wir mal, von einer Grundidee nicht schlecht gedacht. Aber macht halt keinen Sinn. Oder was weiß ich, du hast vielleicht ein Drogenproblem, jetzt mal theoretisch, ne, und fängst dann auf einer Hanfplantage an oder so. Das ist dann vielleicht kontraproduktiv, ne. Also egal. Aber also, frag dich doch einfach, warum nimmt dich denn kein normaler Betrieb? Warum nimmt dich denn kein einziger? Da wo du dich vor. Soll ich dir dann mal deine Bewerbung auf eBay Kleinanzeigen? Soll ich das nochmal einblenden? Es geht doch noch niemals darum, dass die Leute einen Lachanfall kriegen. Die Leute sagen doch einfach, der einzige Grund, warum du zum Beispiel bei eBay Kleinanzeigen mit deinem Text gewürfelt da, ohne Punkt und Komma, mit 8000 Rechtschreibfehlern, einen Einladungstermin zu einem Vorstellungsgespräch bekommen würdest, wäre, weil die eine Wette laufen hat, haben im Betrieb und wollten sich den Doofen mal angucken. Aus keinem anderen Grund würden die nicht da kommen lassen. Ja, wollen einfach mal gucken, wer ist das? Das erste, was der wahrscheinlich läuft er da mit seiner Karaoke-Anlage auf und singt die Bewerbung. Irgendwie so, ne? Ich komme hier so weg, aber ehrlich. Kirsche, was machst du hier für Kram? Achso, dann geht's noch, habe ich ja ganz vergessen, ne? Doppelmoral. Stefan, wir sind immer noch nie live. Dann kannst du mir trotzdem Kohle schicken. Ich finde mich heute wieder bezaubernd. Doppelmoral. Also Anspielung darauf, dass ich hier meine eigene Meinung habe und dass ich zum Beispiel Fressvideos gemacht habe. Also er hat ja meine Fressvideos. Ich habe verschiedene Fressvideos gemacht, wo ich einen Pudding ganz schnell esse. 450 Gramm. Dreimal so viel, wie der essen darf, habe ich hier in unter 50 Sekunden verputzt. Ich hau mir 8 Schnitzel abends rein, noch einen dicken Schuss Hollandaise drauf. Dann habe ich ein Schmatzvideo gebastelt. Ja, kurzes Rätsel. Was könnte denn das für eine Bedeutung haben? Warum habe ich das wohl gemacht? Eigentlich bräuchte ich jetzt meinen Kumpel, der mich da mal unterstützt. Was kann es gewesen sein? Ach, warum habe ich das gemacht? Warum habe ich das wohl gemacht? Ne? Er weiß das. Jo. Ich habe das gemacht, um dir einen Spiegel vorzuhalten. Alle haben es geschnallt. Nur du nicht. Ach nee, 2 haben es nicht geschnallt. Unartige Flottigkeit hat sich auch beschwert. Der macht mir Auffressvideos. Ich halte dir den Spiegel vor, genauso wie ich den Spiegel auch von anderen Leuten vorgehalten bekomme. Habe ich ein Fehlverhalten, bekomme ich dir den Spiegel vorgehalten. Fehlverhalten ist jetzt nicht in der Nase zu bohren oder zu husten oder was weiß ich, seine Lunge auszukotzen oder ein Fehlverhalten ist, wenn man etwas tut, von dem man weiß, dass es falsch ist. Das ist ein Fehlverhalten. Wenn man zum Beispiel Menschen ausbeutet, wenn man seine Community schlecht behandelt, wenn man über seine Hater schimpft, wenn man da wie du am Hate und Mobbing, ne, Hate und Mobbing muss in der ganzen Welt abgeschafft werden, weil du Hate und Mobbing Opfer bist. Du bist doch letzte Woche noch Drachenlord-Experte gewesen, dann wolltest du Hate und Mobbing-Organisation machen. Wie laufen denn deine 297.000 Facebook und TikTok und Telegram-Gruppen, wo du
Vereine gründen wolltest, Communities bilden wolltest, wo du gegen Hate und Mobbing, dann hast du Firmen gehabt, die dir helfen, das ganze Internet wird leergeräumt. Ja, aber was soll denn da genau leergeräumt werden? Was soll denn da weg? Kann das sein, dass das die Scheiße ist, die du erzählt hast, die ganze Kacke, die du über andere Leute ausgekübelt hast, dass das weg soll? Ich lösche nie wieder ein Video, dann kannst du bei Anton immer wieder sehen, das kommt da so als rollende Einblendung bei Anton auf dem Kanal immer wieder. Dieser Spruch, nie wieder Cola, das ist klar, und nie wieder werde ich ein Video löschen. Ja, aber das würde ja voraussetzen, dass du dir vor, während oder nach deinem Video mal Gedanken darüber machst, über den Inhalt, den du da vorher erzählt hast. Du löscht das Zeug ja nicht, weil die Videos vor Brillanz, Farbe und Esprit nur so vor sich hin sprühen, sondern weil du wieder Scheiß ausgekübelt hast über andere Leute. Stundenlang hast du wieder Scheiß ausgekübelt. Du nimmst die Namen aller möglichen Leute in die Schnauze und wunderst dich dann anschließend, dass du auf die Schnauze kriegst. Ja, wo ist denn, was ist denn das für eine Doppelmoral? Du hast mich zweimal versucht, wie so eine billige Nutte zu benutzen, damit ich dir den Dreck vom Arsch wegräume. Ich sollte deine Probleme lösen, weil du das nicht auf die Kette kriegst. Du hast mich vorher beschimpft, runtergeputzt, ich habe deinen Computer verseucht, ich habe dir Viren drauf gemacht. Was du alles über mich erzählt hast, wie oft du mich anzeigst, verklagst, wie scheiße ich bin, ich mich um meine Frau kümmern soll. Und ich habe dir eine zweite Chance gegeben. Weil ich dachte, er steht so ein bisschen unter Druck, der arme Kerl. Wie haben wir das so gemacht? Dasselbe spiele ich ihn noch einmal. Aber hey, jetzt kommt die Stelle zum Lernen. Ich habe zwischendrin nach rechts geguckt, nach links geguckt und habe gesagt, komisch, hat er mit all den anderen Leuten ja vorher auch schon gemacht. Und all die Leute haben mir vorher auch gesagt, pass auf, das hat er mit uns vorher auch schon so gemacht. Wo ist der Fehler? Ich, Doppelmoral, nein. Du sagst immer, ich will nicht bei dir thematisiert werden. Ja, wie wär's denn mal andersrum? Vielleicht hältst du mal die Schnauze über meine Sachen. Vielleicht kümmerst du dich mal um deinen Dreck, um dein Leben, um deine Lebensmülltonne, in der du da rumhampelst. Oder warum muss das heute wieder mal meine sein? Du hast von meinem Leben null Ahnung. Null. Gar nichts. Null. Du warst, ich war bei dir zu Hause, aber du warst noch nie bei mir zu Hause. Ich habe kein schlechtes Wort über dich gesagt. Ist aufgeräumt, du warst duschen, Essen war lecker. Ich hatte nicht den Eindruck, dass ich da in irgendeiner Süffkiste rumhänge oder so. Von mir keinen einzigen Spruch habe ich gesagt. Nix Böses über dich privat. Nix, gar nichts. Nix. Du hast deinen Hund da krepieren lassen, habe ich gesagt, ja gut, ist halt so. Nix habe ich dazu gesagt. Ich hab eine Doppelmoral. Alter Vater. Du traust dich was, muss ich schon sagen. Also, er konkretisiert das nochmal. Ich kann jetzt hier nicht einmal Hups sagen, Hup. Und bei dem sage ich dann Holla ho. Hup, Holla ho. Doch, kann ich. Wenn man Abstand von einem Problem hat, wenn man einfach sagt, ja, ich gucke mir diese Typen jetzt so an, Kirsche und Kirschner, und sage, ja, ich habe bestimmte Probleme mit bestimmten Leuten, die sind in einer bestimmten Qualitätsstufe verankert. Da gibt es Reibereien aufgrund von irgendwelchen Vorkommnissen aus der Vergangenheit. Da bleibe ich natürlich auch konstant dran, weil das wichtige Sachen sind. Zum Beispiel Gewalt gegen Frauen finde ich scheiße, Gewalt gegen andere Menschen finde ich scheiße, kriminelle Vereinigung finde ich scheiße. Ich finde so viele Sachen scheiße. Ich finde den Umgang unter Menschen dann scheiße. Also ich bin ja auch ein Teil dieser Scheiße. Ich produziere das ja auch und mache da ja auch tatsächlich mit. Ich habe es ja jetzt erstmal wieder schriftlich kriege ich es erst noch. So, ich krieg's trotzdem hin, auch wenn ich ihn DLP nicht mag, als Mensch, weil ich ihn für eine linke Bakterie halte, also abgezockt, ne? Also das, was er uns zeigt, ist meiner Meinung nach nicht das, wie er tatsächlich ist. Aber das ist sein Problem, er ist genauso, guck mal Kirsche, der ist eine Kunstfigur, der ist so ähnlich wie du, der wechselt einfach, obwohl er sich nicht bewegt hat, den Anzug zwischen Dirk Kirschner und Onkel DLP. Man kann das manchmal gar nicht unterscheiden. Ne? Wer sitzt denn jetzt gerade wieder da? Ne? So, wenn man Eier hat, auch als Gegner, auch wenn der Gegner schlecht ist, gut ist, nicht fair ist, was weiß ich. Die Gegner können so scheiße sein, wie sie wollen. Also das ist meine persönliche Meinung. Ich habe es ja gestern bei Gericht gehört, man kann sich seine Gegner ja nicht aussuchen. Deswegen muss man hier mit diesem Minimaterial hier rumarbeiten. Trotzdem haben die Gegner auch recht. Das heißt, wenn der Gegner behauptet, morgens um 9, es ist hell draußen, werde ich nicht so wahnsinnig sein, hier ein Video zu produzieren und zu behaupten, es ist noch dunkel.
Wenn mein Gegner sagt, jemand hat ein Fehlverhalten und kann das ordentlich begründen, werde ich nicht so wahnsinnig sein, nur um gegen ihn zu sein und für dich zu sein, mich hier hinzusetzen, mir den Arsch zu verbrennen und mich hier bis auf die Knochen lächerlich zu machen. Sondern wenn der Recht hat, hat er Recht. Punkt aus. Und mir ist dann an der Stelle auch scheißegal, ob der mich durch den Kakao zieht und mir, wenn ich Recht habe, kein Recht gibt. Weil er sagt, er findet mich genauso scheiße wie ich ihn. Der kriegt niemals von mir Recht, ich werde nie wieder über ihn sprechen. Das ist seine Sache. Wie er das handhabt, ist seine Sache, aber wie ich das handhabe, ist meine Sache. Und ich, das hat nichts mit Stil zu tun, das hat was mit Fairness zu tun. Und nochmal, ich werde nie im Leben, nur um dir zu helfen, behaupten, DLP ist scheiße, wenn er im Recht ist. Punkt, aus, Ende. Dasselbe gilt auch übrigens hier für Mr. und Mrs. X. So beschissen die auch sind, so viel Knatsch, wie wir auch haben. Es gibt Punkte in Bezug auf die Sachsenbüchse und auf dich, wo ich einfach sage, der hat ja nicht Unrecht. An vielen Stellen hat er nicht Unrecht. Ändert aber nichts an unserer Problemstellung. Aber trotzdem hat er an vielen Stellen auch nicht Unrecht. Das ist halt so, ne? So sind die Regeln, Kirsche. Du wirst das niemals verstehen, weil du kein Stil und kein Charakter hast. Und außerdem kannst du 7x7 nicht ausrechnen im Kopf. Das, also da erst üben, dann mitmachen. Ne? So, dann kommt wieder die Predigt. Wo sind die ehrlichen Menschen? Wo ist die Community von ihm? Wo sind die alle geblieben? Und er erwartet auch nicht, dass die Leute ihm Geld schicken, aber die sollen ihn unterstützen. Diese Unterstützung, DLP hat es ja 100.000 Mal schon versucht zu erklären, diese Unterstützung, er verzichtet wahrscheinlich tatsächlich auf Geld, aus dem Grund, weil er wahrscheinlich noch genug hat. Sonst hätte er nicht so eine dicke Lippe und würde sagen, ihr braucht mir keine Kohle schicken. Wir erinnern uns an die Spendenaktion. Ne, ich muss meine Miete bezahlen. Kaufst ja aber vorher wieder irgendwelches Globe für 500 Euro, was du dir ins Regal stellst. Wir erinnern uns an die PayPal-Spendenaktion. Ich brauche mal eben schnell 1.000 Euro. Und damit du auch sicher sein konntest, dass das funktioniert, hast du dir dann selber 1.000 Euro überwiesen. Hast dann festgestellt, das funktioniert, aber doof ist halt, dass man dann da unten selbst in der Liste steht. Also hast du dann wieder gelöscht und hast das ganze Spielchen noch einmal gemacht, um den Leuten zu erklären, dass du kein Geld hättest. Hattest aber 2 Minuten vorher noch 1.000 Euro auf PayPal rumliegen. Doppelmoral. So, was Kirsche vorhat, ist ja was ganz Simples. Also A, sucht er wieder neue Doofe, die ihm helfen bei irgendwelchen Rechtsstreitigkeiten und seine Rechtschreibfehler da wegzumachen, damit er sich bei Gericht nicht blamiert. Er sucht wieder Doofe, die für ihn den Arsch in die Kamera halten oder ihn supporten und ihm die Arbeit vom Arsch wegräumen, weil er nicht in der Lage ist, weder einen Brief zu schreiben, irgendwas auszurechnen noch sonst was. Und er disponiert halt gerne auch über diesen Hilfskomplex. Ich kann das nicht, wo ist meine Community? Irgendwelche Leute wieder zu aktivieren, die sagen, ja, der arme kleine dicke Mann, dem müssen wir unbedingt helfen, der will ja auch kein Geld. Ne? Er möchte, dass ihr teilt, liked, das bedeutet, jeder, der teilt und liked, das erscheint in eurer Chronologie auf Facebook und damit sehen alle eure Freunde ihn auch. Und das ist das zukünftige Publikum, was ihn supporten soll, und zwar mit Geld, denn die, die er jetzt alle um sich hat, halten ihn knapp. Schlicht und ergreifend knapp, sonst wird er sich nämlich keine Arbeit suchen. Wobei, da gibt es ja auch noch Plan B in der Vermutung, es ist nur eine Vermutung. Viele vermuten auch, dass das Arbeitsamt, das Jobcenter einfach gesagt hat, ja, sie stehen hier schon wieder auf dem Schlauch, jetzt suchen sie sich mal einen Job, machen sie mal eine Maßnahme oder irgend solche Geschichten. Das könnte der neue Arbeitsvertrag sein, ne? Ja, so sieht's aus. Er versucht auch immer wieder den Leuten hier so ein schlechtes Gewissen einzureden. Ja, guck mal, du hast einen Schlauchmagen, du brauchst nicht viel, ne? 3 kleine Mahlzeiten am Tag und einen Schluck Wasser und schon wärst du wärst zum Beispiel prädestiniert für einen Knast. Ja, da sind die Rationen sowieso ein bisschen klein, da hättest du auch gleich die Magen-OP sparen können. Du kämst als neuer Mensch raus, ohne Scheiß. Ich kann's dir nur empfehlen. Ne? Doppelmoral. Ja, tippen, teilen, liken. Wo sind die ehrlichen, Stefan? Wir sind immer noch nicht live. Ja, die hast du alle vergrault. Verstehst du die Kommunikationsschnittstelle zwischen dir und deinem Publikum? Du hast die alle vergrault. Du hast viele Leute vergrault. Ich habe auch viele Leute vergrault, aber ich mach Qualitätsvergrauling. Ne? Wo sind die? Es gibt auch keine Pflicht. Hast du dir deinen Kernschrott, den du da jeden Morgen produzierst, mal angeschaut? Also du bist ja jetzt wieder auf dieser Kontraschiene, fressen, schmatzen, rülpsen, pupsen, Nase hochziehen, also sich wie ein Schwein benehmen.
Umgangsform wie ein Schwein, deswegen sagt man das, der benimmt sich wie eine Sau oder wie ein Elefant. Ich meine, ich kann auch Elefantenbilder nehmen, ne? Wenn du wie ein Elefant im Porzellanladen, dann mir ist es natürlich egal, die Leute wissen ja eh, wer gemeint ist. Aber ich sage auch immer dann schon deinen Namen zu, die sollen ja auch wissen, wer gemeint ist. Aber es liegt doch an dir. Was ist denn dein Qualitätscontent? Letztens hast du nur erzählt, du könntest nicht singen, weil du Hate- und Mobbing-Opfer bist. Guck mal hier, was habe ich hier? Hoch auf dem gelben Wagen sitz ich beim Schwager vorne. Vorwärts. Ich brauche noch niemals eine Sekunde, um nachzudenken, was ich singe. Ich brauche hier so einen Lappen, wo der Text draufsteht und dann singe ich. Aber du erzählst deiner Community, du kannst gerade nicht singen, weil du Hate- und Mobbing-Opfer bist und weil die ganze Welt wieder so scheiße zu dir ist. Das ist genau dein Kernproblem. Du bist doch angeblich Künstler. Ja, was ist denn deine Kunst? In irgendwelchen Kinder-T-Shirts da rumzusitzen, über andere Leute sich das Maul zu zerreißen, den ganzen Tag jammern, ne? Ja, was ist dein Content? Wo ist die Kunst? Was soll denn da an Kunst sein? Ich meine, da kann ich auch eine Kamera auf mein Katzenklo richten und wenn die Katzen scheißen gehen, das ist für viele Leute wahrscheinlich spannender wie das dumme Gelaber, was du jeden Tag da rausknallst. Das ist halt so. Für was sollen die denn liken? Was sollen die denn genau an dir liken? Was sollen die an dir gut finden? Wenn du da mit deiner depressiven, eingetretenen Schnauze da morgens rumsitzt, weil man wieder sieht, der hat seine Pillen zu spät genommen, dann hast du wieder diesen ekelhaften, gefrusteten Gesichtsausdruck, wo man einfach sagt, ja, der braucht noch niemals den ersten Satz sagen. Und ich weiß, gleich kommt wieder die übliche Scheiße wie jeden Tag. So, und das ist wieder jeden Tag. Man kann sich das zyklisch bei dir angucken. Entweder stehst du morgens auf, dann bist du so hyperaktiv, du bist schon in diesem Superstar-Modus, ne? Dreimal, ne? So. Oder du bist in dieser depressiven Scheiße wieder gefangen, ne? Und alle sind schuld an deinem Elend. Warum liked mich hier keiner? Ja, ganz einfach, weil du mit deiner komischen Schnauze rumsitzt und es keinen Grund gibt, einen Daumen raufzudrücken. Es gibt einfach keinen Grund. Vielleicht produzierst du mal Content. Vielleicht setzt du dich mal an so ein Matheheft, einmal eins für Anfänger oder sowas. Vielleicht besuchst du mal einen Volkshochschulkurs, in dem du sagst, ja, ich habe ein Rechtschreibproblem, ich kann nicht auch schäbig rechnen. Ich mach das auch mit knapp 50 Bildung. Vielleicht mal ein Buch lesen, also kein Mickey Mouse hilft, sondern vielleicht mal ein Buch. Ne? Mal üben, die Leute an deinem Leben teilhaben lassen, nicht an deinem depressiven, alle sind neidisch, der DLP und der Knacki haben so viel Geld und das Leben der anderen ist so spannend und meins ist so scheiße und die anderen haben so viel Geld und ich so wenig. Vielleicht produzierst du mal irgendwas, was gut ist. Ich meine, das ist die Litanei, das ist das, was wir dir seit Monaten, seit Jahren immer wieder erzählen. Mag doch einfach irgendwas, was die Leute interessiert. Setz dich doch da einfach mal hin, lass doch mal deinen Charme raus oder lass doch mal den ehrlichen Kirsch raus. Du hattest jetzt letztens so eine Phase, da fand ich dich gar nicht schlecht. Dass du da gesessen hast, über deine Gefühlswelt ein bisschen rumphilosophiert. Ja, das liefert auch wieder Angriffsfläche für Leute, ist schon klar. Aber du fällst dann wieder in dieses Standardmuster rein. Wenn die Kohle knapp wird, dann sind die anderen schuld. Wenn wieder irgendwas passiert ist, dann sind die anderen schuld. Du suchst wieder jetzt für irgendeine Kacke, die dir da passiert ist, wieder irgendeinen Schuldigen. Dann müssen die Leute dir helfen. Nein, Scheiß machen die. Ich, du, DLB, jeder Einzelne lebt ja alleine für sich, als Einzelperson, sein Leben. Jeder Einzelne. Wir sind alle Einzelpersonen, leben unser Leben. Wir haben dann beschlossen, wir nehmen noch eine Frau dazu und produzieren noch ein paar Kinder. Aber du lebst dein Leben trotzdem auf dieser Welt völlig alleine. Für dich. Das sind bewusste Entscheidungen, dass du einfach sagst, ich entscheide mich für eine bestimmte Lebensform. Mit Familie, ohne Familie, mit Hund, ohne, mit Aquarium, mit Vögeln, mit Freunden, ohne Freunde, mit Internet, ohne. Das sind nur ganz bewusste Entscheidungen. Das, was du da tust, ja, das ist ja noch nicht mal Jammern auf hohem Niveau. Das ist einfach nur Standardjammern. Das ist einfach gelernte Kacke da. Guck mal, wie traurig ich bin, ihr müsst mir wieder alle helfen. Nein, helft ihr doch einfach mal selber. Wenn einer ein Problem hätte, was weiß ich, Peter Müller, mein Nachbar, den ich nicht kenne, 180 Kilo, 1,60 Meter groß, und der würde sich abends hier hinsetzen und ich würde durch Zufall würde ich über den sein erstes Video auf YouTube stolpern und der würde erzählen, die Frau ist weg, hat die Kinder mitgenommen, das Auto ist kaputt, sein Roller fährt so langsam, er hat kein Geld und nichts zu fressen, ja, will ich mir, aber mein Kühlschrank, all die Tüte eben drüber fertig. Verstehst du? Natürlich hilft man Menschen. Jedem würde man helfen. Jeder würde jedem helfen in der Not. Ja, außer DLP, der gibt bestimmt Leuten kein Wasser und springt dann über die hinweg, wenn die am Boden liegen. Gut,
Aber wir haben alle das Bedürfnis, anderen Leuten zu helfen. Wir haben aber auch alle mittlerweile erkannt, dass du das ständig ausnutzt. Jeden Tag aufs Neue willst du Leute zwingen, dir deinen Wohlstand zu bezahlen. Jeden Tag versuchst du, Menschen auszunehmen. Jeden Tag versuchst du, mit dieser Kleinkind-Gesichtslähmung irgendwelche Leute dazu zu nötigen, dir irgendwas zu schicken, zu liken, mitzumachen, dich gut zu finden. Schon mal auf die Idee gekommen, dass dich Leute einfach gut finden, weil sie dich gut finden und nicht, weil sie dazu genötigt oder erpresst werden sollen. Du erreichst ja genau das Gegenteil von dem, was du da haben willst. Du hast da diese 4, 5, 6 Leute. Karin, Rosi, Gerda, was weiß ich, wie die alle heißen. Grüß euch da. Ist ja nichts gegen die. Das sind deine Hardcore-Fans. Das sind die Letzten, die dir zur Seite stehen seit ewigen Zeiten. Aus welchen Gründen auch immer. Das ist mir doch scheißegal, ob ihr da schäbigen Sex miteinander habt oder kocht oder euch irgendwelche Märchen erzählt oder versucht, was weiß ich, 3x3 auszurechnen. Das ist nicht meine Welt. Aber das sind deine letzten verbliebenen Freunde. Der ganze Rest hier draußen, das kann ich dir sagen, Stefan, wir sind immer noch nicht drauf. Also, der Großteil des gesamten Restes, der dir zuschaut, hätte am allerliebsten, jetzt kommt die traurige Wahrheit, Kirsche, jetzt ohne Scheiß, ich sag das jetzt mal ohne Filter, am liebsten würden die dich krepieren sehen. Herzinfarkt, mitten in der Live-Sendung, dich tot vom Stuhl rutschen sehen, nochmal kurz, Halleluja, endlich ist es vorbei, denn du hast so viel Menschen provoziert, so viel Elend in diese Welt rein diskutiert, so viel Scheiße über andere Leute ausgekübelt. Die allermeisten Leute, die dich ansehen, tunsweise, weil sie den Tag nicht verpassen wollen, wo du endlich vom Karma für die Scheiße bestraft wirst, die du hier angezettelt hast, mit vielen, vielen Menschen. Das haben dir Tausende vorher schon gesagt, immer wieder durch die Blume. Du kriegst die Quittung für das, was du da produzierst. Du stellst dich da täglich als Gutmensch hin, täglich. Euer Kirsche ist für euch da, euer Kirsche hat für euch wieder geatmet, euer Kirsche raucht jetzt eine Zigarette, euer Kirsche geht jetzt gleich auf TikTok, euer Kirsche macht dies, euer Kirsche geht jetzt kacken, euer Kirsche geht sich jetzt in Pommes, euer Kirsche muss jetzt arbeiten. Nein, du bist nicht euer Kirsche, du bist nicht unser Kirsche, du bist einfach nur Kirsche. Du bist nix euer. Ja, ich kann mich auf meine Community auch nicht verlassen. DLP und ich, die alle anderen auch nicht. Es ist eine Interaktion mit dem Publikum, wenn das, was du produzierst, vor allen Dingen jetzt genau zuhören, wenn das, was du produzierst, ehrlich ist, dann funktioniert die Nummer. Aber diese Schauspielnummer, die du da jeden Tag abziehst, auf dem Nacken anderer Leute, das ist vorbei, mein Freund. Das kannst du mal ganz geschmeidig. Selbst DLP, nochmal, ich muss den Weißabgleich steht. Ich hab's kontrolliert. Ja, ob der sich eine neue Kamera gekauft hat, aufgrund meiner Empfehlung, ich weiß nicht. Aber ist auch egal. So. Ich finde den scheiße, aber trotzdem ist der in der Entwicklung auf dem Weg. Ja, manchmal geht's nach vorne, manchmal geht's wieder nach hinten. Aber es hat keinen Einfluss auf mein Leben. Das heißt, ob der da sein Aquarium zeigt, seine Vögel rumpiepen, ob der schnauft, schnieft, 27,50 Euro kriegt, ist für mich nicht wichtig. Er macht etwas, was gut ist. Der hat einen Ball flach. Ja. Er versucht, wenig Angriffsfläche zu bieten. Ja, vernünftig. Ja. Der ist schleuer wie du. Er tut genau das, was du tun solltest, aber du nicht tust. Ich ja manchmal auch nicht, weiß ich. Bevor ich jetzt hier wieder so Hater-Videos kriege. Aber der ist schlau. Das ist der Unterschied zwischen euch beiden. Ihr fangt beide mit K an. Du mit Weiß, er mit Kirschner. Aber der ist so Längen. Also intellektuell packt er dich unter das Kopfkissen. Das kannst du komplett vergessen. Mit dem brauchst du dich nicht anlegen. Also ihr solltet auch nicht auf die. Ihr könntet ja ein Battle machen, ne? Das Kirsche-Game ist beendet, wer zuerst ein Kreuzworträtsel fertig hat oder sowas. Verstehst du so? Kirsche, du hast keine Chance, keine. So, darum geht's noch nicht. Ne? Jetzt sind wir schon bei 43 Minuten. Das könnte heute ein bisschen länger werden. Ne? Stefan, bleibt dran, wird noch witzig. Hundertprozentig. Ja, und das Geile ist, dann sitzt der da mit einem 7-Tage-Regengesicht da rum. Ihr müsst mir helfen. Ihr seid meine Community. Ich hab euch alle lieb.
teilen, liken. Ihr braucht mir kein Geld schicken. Euer Käse macht das nur für euch. Ja, das ist genau das Problem. Du sitzt da mit der wie frisch verprügelt und ja, die Leute finden das halt scheiße. Ist halt so. So, dann ist ihm langweilig geworden. Jetzt fällt ihm bei Minute, wir sind ja noch ganz am Anfang von dem Schrott, bei Minute 9:32 fällt ihm ein, ja, die Leute kommen da rein und erzählen was von Knacki Deluxe. Knacki Deluxe, da will ich nichts mit zu tun haben, da habe ich nichts mit zu tun. Dann eine kurze Frage, warum, gerade wolltest du mich noch verklagen, dann wolltest du noch dies machen, am Montag dann zum Anwalt, dann findest du, da war noch die kleine Nötigung dazwischen, warum redest du dann über mich? Lass das doch einfach weg. Du bist mittlerweile so unwichtig für mich, übrigens der DLP auch, dass ich keine Reactions mehr über euren Kernschrott mache, außer es ist tatsächlich nötig. Das heißt, ich finde euch beide scheiße. Aus einem einfachen Grund, und den habe ich auch schon 100 Mal erzählt, ihr seid alle beide im Dauerloop. Ihr habt einen sogenannten Tunnelblick, der eine mal ein bisschen mehr, der andere mal ein bisschen weniger. Diese Geschichten haben wir vor 15 Jahren, vor 10 Jahren hier im Internet schon erlebt mit anderen Leuten. Ich weiß genau, wie das anfängt, ich weiß genau, wie das endet. Hatten wir auch lange Diskussionen. Die im Tunnel gerade mit Tempo 300 unterwegs sind, die sehen das Problem nicht. Denen kannst du erzählen, was du willst, die hören sowieso nicht. Sondern die sind der Meinung, noch mehr Gas ist noch mehr besser. Und die werden dann mal feststellen, wenn die erste Mauer kommt, ist das Spiel vorbei. Und du bist da auch nicht anders. Kirschner ist im Tunnelblick, der ist im Rennmodus und Kirsche ist verbrannt, der hat jedes Fehlverhalten dieser Welt, was man Menschen schlecht anrechnen könnte, mittlerweile erfüllt alles. Es gibt, glaube ich, nichts mehr, Kirsche, was du getan hast, wo andere Leute die Nase drüber rumpfen würden, was du ausgelassen hast. Nichts. Du hast seit Jahren dieselbe Platte, seit, weiß ich, 2016, 17, 18, 19 irgendwie, ich bin ein Superstar, nächstes Jahr wird alles besser, bla bla bla. Hier Lehmann-Modus, hör dir die ganzen Angler-Videos nochmal an, die ganzen Klopf-Videos, die hat es dir 1000 Mal erzählt. Andere Leute haben es dir 1000 Mal erzählt. Ich habe ein Jahr meines Lebens dafür verplempert, dir zu versuchen, zu vermitteln, wie man entspannt, nett, freundlich, guten Content produzieren kann, wie man seine Sozialkompetenz stärken kann, wie man gutes Deutsch spricht. Es geht nicht darum, wer frisch geduscht vor der Kamera sitzt, sondern es geht immer darum, was willst du in das Hirn deiner Zuschauer transportieren? Was ist die Message? Und wenn bei dir hinten nur diese kleinen Dollarzeichen in deinen 8 Synapsen rumspringen und Geld, 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 ich brauche noch eine Playstation, Geld, Geld, meine Miete, Geld, fressen, bla bla bla, dann hast du irgendwas nicht verstanden und dann gehörst du hier nicht ins Internet. Ja. Geld ist und bleibt ein Abfallprodukt von Erfolg. So einfach ist das. Die schmeißen es dir hinterher, wenn du echt bist, real. Dann schmeißen die Leute dir mit Recht was in den Hut und sagen, ja, war gut. Ja. Ihr könnt das übrigens hier den Link oben benutzen. PayPal Eva. Haut mir was in den Hut. Wichtig. Voila, ich schwöre bei Gott, ich werde mir niemals eine PlayStation 5 kaufen. Auch keine 4. Egal wie geht's nicht. Ich hasse Spielkonsolen. Ich habe gar keine Zeit zum Zocken. So, dann kommt wieder die Bewertung. Es wird schon seinen Grund haben, warum er sowas kriegt. Ja, da gibt es einen Grund. Der ist auch im Internet relativ bekannt. Du hast halt wieder nicht geschnallt, wieder Propaganda. Ne? Also natürlich gibt es einen Grund, wenn man verurteilt wird. Natürlich muss man mit dem Urteil auch nicht zufrieden sein. Ja, man kann nur mit dem Urteil auch einfach sagen, ja, mein Gott. Ne? Das letzte Wort ist darüber ja auch noch nicht gesprochen. Ich habe das Urteil ja angenommen, aber das letzte Wort darüber ist ja noch nicht gesprochen. Das heißt, ich habe da so verschiedene Gedankengänge, die anderen Leuten nicht gefallen werden. Aber ich muss da erst in Ruhe noch zu Ende drüber nachdenken. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, macht euch da keine Sorgen. Das ist marketingtechnisch gar nicht schlecht. Also ist schon in Ordnung. So, jetzt ist eine Bewerbungszeit. Bist du wieder sicher, Kirsche? Ja, er konstatiert dann wieder, dass ein Richter das nicht gerne sieht. Andere Leute sehen das auch nicht gerne. Ich habe dir das gerade versucht schon mal zu erklären. Dieses Drecksystem, dieses Fotzensystem, die Deutsche GmbH, dieses Unrechtssystem, dieses von oben nach unten durchregieren bis auf den Teller des Bürgers, bis auf den Acker des Landwirtes, ist nicht meine Welt. Ich bin dagegen. Ich bin AfD-Wähler aus Protest, weil ich die anderen Parteien alle scheiße finde.
Und AfD ist auch scheiße, aber das ist nur das geringere Übel, sondern das ist einfach mein persönlicher Ausdruck meiner Missachtung dieser Regierung und diesen Leuten gegenüber. Deswegen werde ich die wählen. Ich empfehle ja noch niemals anderen Leuten, ihr solltet es mir nachtun, sondern ich stehe ja zu meiner Meinung. Man muss mit Gerichten nicht konform gehen. Du glaubst gar nicht, wie viele Unschuldige ich im Gericht getroffen habe. Geh doch mal zum Statistischen Bundesamt, Kirche. Ach so, wüsstest ja gar nicht, wo du das findest. Da gibt es Statistiken. Wusstest du eigentlich, dass 10-15% aller Inhaftierten unschuldig sind? Erwiesenermaßen. Stellt sich aber meistens erst nach der Haft heraus. Hast du da eine Ahnung von? Du solltest über solche Themen echt die Schnauze halten. Ja. Außer du hast wirklich mal Bock, aber ich kann dir eins sagen, die haben ja keine schwulen Anstalten, also wenn du, oder Transgender, ne, also da kommst du bei die Männer zum Duschen, ne, aber das ist für dich ja dann auch okay, ne. Kirche, du glaubst gar nicht, wie schnell das manchmal geht. Wie schnell sich so ein kleines Pommesleben ändern kann, wenn große böse Mächte der Meinung sind, wir tun das jetzt einfach. So, dann kommt wieder die Litanei, also irgendeiner, eine Christine hat irgendwas geschrieben wegen Geld, er erklärt wieder, dass es nicht um Geld geht. Dann geht es wieder um die Bilder, Videos, Schwein. Wieso? Das ist doch Kunst. Ich kann doch Schweinevideos produzieren, so viel wie ich will. Ich kann doch Kirchenvideos so viel produzieren, wie ich will. Wo ist denn jetzt das Problem? Schon mal was von Kunstfreiheit gehört? Hast du dir mal einen Rap-Song angehört von Bushido? Ich komm vorbei, ich lieg deine Alte um. Du wirst, was weiß ich, ich werde dich in einem Güllefass ersaufen. Kraftklub, du verdammte Hure. Ja, Kirche, was ist los? Soll die ganze Welt so werden, wie du sagen willst? Nein, so einfach geht das nicht, mein Freund. Es gibt jetzt mittlerweile Bushido, wieder umgenannt in Mushido. Ne, da gab es ja auch so ein bisschen Schwierigkeiten mit Chaka Chaka. Und, aber weiß ja auch nichts, so macht er sagen. So. Weißt du, was in dieser Welt passiert, in dieser Hurenfotzen-Dreckswelt? Ja, ich erkläre dir das. So Typen wie du und die ganzen Mitläufer hier, der ganze Mainstream, diese ganzen ARD, ZDF-Gucker, diese ganzen, ich lass mir das Hirn von RTL mit bunten Bildern wegbeamen jeden Abend und leg mich hier mit einer Tüte Chips und einer Flasche Cola hier vor die Glotze und wenn du nach 4 Stunden fragst, worum ging's, na, keine Ahnung, wie hieß denn die Sendung, keine Ahnung, wer hat da mitgespielt, keine Ahnung, war aber schön. Ja, wenn du zu dieser Generation gehörst, da ist Hopfen und Malz aktuell verloren. Aber es gibt noch einen geringen denkenden Teil in Deutschland, der einfach sagt, ja, es gibt veränderte Spielregeln. Ich darf dieses nicht, ich darf jenes nicht. Es gibt die Volksverhetzung, es gibt böse Kuckengesetze und ach, was weiß ich, Beleidigung, wer heute alles beleidigt ist, ne? Boah, fürchterlich, ne? Früher war das Meinungsfreiheit, heute, die wollen ja diese Beleidigungs- und Erdelikte jetzt demnächst, kriegst du nur noch Strafbefehl, ne? Also da gibt es auch keine Haft mehr für Klimbim. Vielleicht steige ich dann nochmal ein, ne? Wenn es wieder günstiger wird. Die wollen ja die Erdelikte, wollen sie ja genauso wie Schwarzfahren zu so einer Art Ordnungswidrigkeit machen, weil dann einfach doof ist, irgendwelche Leute wegen so einer Kinderkacke da einzusperren. Und ja, man muss sich ja persönlich mal fragen, was ist mir meine eigene Meinung wert? Was ist dir deine Meinung wert? Was ist dir dein Leben wert? Was ist dir deine Kernkompetenz in deinem eigenen Leben wert? Ja, man macht selber Fehler. Ja, man ist selber auch nicht immer fair. Ja, man, natürlich macht man Straftaten. Natürlich geht man über die rote Linie. Natürlich, genau wie alle anderen auch. Ne? Und da muss man immer so ein bisschen differenzieren. Dann sitzt da halt so mein Fahrradrichter. Ich glaube, der fährt Fahrrad. Und so ein geschniegelter, durchgestalter Staatsanwalt. Er sagte noch, er hätte das Pech, den Namen, den Buchstaben B, den müsste er immer bearbeiten, deswegen hätte der mit mir mal so viel Ärger. Das ist sein Job. Ich meine, der beschwert sich allen Ernstes noch, dass ich seinen Arbeitsplatz sicher. Muss ich dir mal überlegen, ne? Soweit ist das hier in Deutschland schon. Und die haben dann ihre vorgefertigte 0815, ich habe hier gerade einen Longdrink, die Welt ist schön, Meinung und legen das als Maßstab an und sagen, ja, in meiner Welt gibt es sowas nicht. Und ignorieren aber, dass bei 80 Millionen anderen Menschen hier in Deutschland genau das an der Tagesordnung ist. Sie ignorieren auch, dass man selber Opfer vieler, vieler mieser, böser Straftaten ist und einfach sagt, ich schüttel mir das ab. Hat man mir gesagt, ja, mach so einfach Strafanzeigen. Ja klar, ich werde jetzt hier denunzieren auf allen Tagen oder was. Nein.
Vielleicht ein bisschen, muss ich mal gucken. Ich hoffe, das bleibt. Käse, du musst dir da keine Sorgen machen. Kümmer du dich mal um dein kleines Scheißleben. Ich kümmere mich um mein großes Profileben. Ja, jetzt ist er wieder im Lob, ne? Sein Schwein, sein Bla. Er will nicht als Schwein tituliert werden. Doch, du benimmst dich wie ein Schwein. Mir ist ja nichts anderes eingefallen. Also, ich meine, ich war ja auch ein bisschen inspiriert von Onkel DLP, Schweinemorelli. Dann hattest du mir ja noch üble Nachrede, ich wäre Anton. Überleg mal, wie viele Straftaten du alleine begangen hast. Und die sind doch alle noch gar nicht verjährt, mein Freund, ne? Schön aufpassen. Aber ich mache, glaube ich, keine Anzeige gegen dich. Einfach, weil du sie nicht wert bist. Ich meine, sich jetzt mit dir da juristisch rumärgern, macht ja gar keinen Sinn. Null, nix, null. Null, weil du einfach auch nix raffst, nix peilst, deiner Linie nicht treu bist. Demnächst, keine Ahnung, Katze schlecht geschissen, sitzt der wieder heulend da. Ach, na, ich mach doch keine Anzeige, ne. Ja, was denn jetzt? Anzeige ja, Anzeige nein. Zum Anwalt erst oder nicht, dann soll er mal gucken oder nicht. Jetzt macht er hier wieder diese Propaganda-Aktion, Alter. Immer dieselbe Litanei. Was soll man denn dazu sagen? Und das ist noch einmal, das ist nicht Gegenstand dieser Diskussion, sondern Gegenstand dieser Diskussion ist dein permanentes Fehlverhalten anderen Menschen gegenüber. Dein Fehlverhalten, deine Art, wie du dort sitzt und Menschen versuchst zu manipulieren, dir zu helfen, weil du wieder vor irgendeiner Lebenskrise meinst zu stehen. Ich habe wieder Riesenprobleme, bla 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 bla. Und dann muss wieder irgendeiner kommen und dir bei irgendeiner Scheiße helfen, weil du das nicht selber auf die Kette kriegst, ein Formular auszufüllen, Kreuzchen beim Mahnbescheid zu machen, 7x7 auszurechnen oder irgendeiner soll dir wieder irgendwas für irgendwelche Gerichte schreiben, obwohl er gar nicht versteht, weil du dem innerhalb von 30 Sekunden versuchst, das zu erklären, weil du ja noch nach TikTok musst und keine Zeit hast, dich darum selber zu kümmern. Also, und dann, wie gesagt, dein Grundbenehmen. Wir hatten ja auch diese Geschichte, die bringe ich jetzt auch nochmal, hier diese Formelaktion bei dem Kind. Wenn man pseudo-homosexuell ist, also mal bist du homosexuell, mal bist es wieder nicht, mal bist du trans, mal suchst Mann, mal suchst eine Frau, mal ist dir das völlig egal, mal willst du, was weiß ich, hier im Dark rumbefummelt werden, mal bist du riemig, mal ist mir auch egal. Darum geht's ja nicht. Du kannst so bunt sein, wie du willst, allerdings wäre da die Frage, warum trägst du immer schwarz? Ne? Aber grundsätzlich kannst du gedanklich so bunt sein, wie du willst, und kannst dir so viele Pornos angucken, wie du willst. Ich habe heute Morgen so ein Problem gehabt. Ich bin ja spät aufgestanden. Die Frage war jetzt, lese ich erst meine E-Mails oder lege ich mir ein Porno ein? Ich habe mich dann für meine E-Mails entschieden, aber es ist auch an manchen Tagen schon anders gelaufen. Einfach weil ich so, ey, lass uns irgendwie Typ meinem Ficken zugucken, besser wie diese E-Mail-Scheiße zu lesen. So, aber das, wie gesagt, jeder handhabt sein Leben dann natürlich auch anders. Das ist nicht die Kritik an dir. Die Kritik ist, dass du bewusst, immer wieder bewusst, noch einmal bewusst, du hast versucht, nach viel, viel Kritik und nicht nur von mir, von vielen, 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 vielen Menschen, die gesagt haben, ey, hör doch bitte auf, vor der Kamera zu fressen. Und wenn du frisst, bitte mach den Mund zu, schmatz nicht wie ein Schwein. Und was hast du getan? Du hast es dann extra gemacht. Du hast dich auf dem Fuß umgedreht und hast es dann nach TikTok und direkt wieder extra, ne? Über Facebook ablästern und warst der Meinung, die Facebook-Leute sehen nicht, was du auf TikTok machst, und bist der Meinung, die TikTok-Leute wissen nicht, was du auf Facebook über die erzählst. Kannst du dich erinnern? Du kleiner, mieser, charakterschwacher Lappen, was du getan hast. Du warst mit Supergirl in Köln. Kannst dich dran erinnern? Dann hast du dich von der Tante, von der Besoffenen da aushalten lassen, hast dir die Garnelen da reingepfiffen, die hat anschließend den Rest der Lat von dir gefressen, ne, bevor man es wegschmeißt. Gute, wahre Entscheidung. Danach sollte das abgehen, ihr eine Disco-Party machen. Ihr seid da rumgelaufen wie die letzten Assis, wie die Assis. Ihr seid durch die Stadt flankiert, eine besoffene Alte und ein dicker Typ in einer schwarzen Tapete, der sich für einen Superstar hält. Und habt gedacht, Köln liegt euch zu Füßen. So habt ihr euch benommen. Ihr habt da rumgegrölt, rumgeschrien, euch original benommen wie die letzten Assis. Danach ist der Freund aufgelaufen. Der ist dann wohl noch besoffen von der Treppe gefallen. Du hast versucht, wieder heimlich ein paar Videos und Fotos zu machen, damit du anschließend Leute nötigen und erpressen kannst, wie du das immer tust. Tausendmal schon gewesen.
Du weißt ja, dass ich noch das Video hab. Du weißt ja noch, dass ich die Fotos hab. Das hast du mit mir auch gemacht. Du hast einmal gefragt, wo ich bei dir war. Hey, lass mal ein Bild zusammen machen. Du hattest mich aber vorher und nachher noch fotografiert. Ja, nur mal so infotechnisch. Ne? Und da hast du nicht gefragt. Und das ist so dein Stil. Mir ist es scheißegal. Ich sehe von allen Seiten gut aus. Aber anderen Leuten geht das schon dann ziemlich auf den Zwirn, dass du hier so eine Assi-Nummer da fährst. Und im Prinzip, während man entspannt und freundlich gerade Umgang hat und Party machen will, dass du schon daran denkst, den Leuten wieder das nächste Bein zu stellen. Das ist deine Charakterschwäche. Das ist das, was du immer tust. Immer und immer und immer wieder. Ja? Dieses Rülpsen, Furzen. Kannst du dich daran erinnern, wie oft du die Arschbacken auseinandergerissen hast und hast ja deine Trompete rausgeknallt? Und dann sollen die feiern, liken, ihren Freunden sagen, hey, guck mal, da ist mein kleiner Assi-Freund, der hat gerade einen super langen Furz rausgeknallt. Na, der hat ein bisschen nach Gänseblümchen gemuffelt. Das ist dein Premium-Content, das ist Kirche, wie er sich präsentiert, ein Künstler, Sinti, Roma, die Menschen mit Kultur, mit einer langen, langen kulturellen Abstammungsgeschichte verfolgt. Ne? Aber Künstler, alles Künstler, ne? Du hattest die Tage jemanden da, den fand ich übrigens sehr gut. Ich muss mal gucken, wo ich den hingetan habe, den Zettel. Irgendwo habe ich den. Ah, da ist er. Hier, ist er. Hier kommt nichts weg, glaube ich. Also, der hieß Celestino 1970 oder so was. Das war auch ein Sinti-Roma. Das war übrigens ein hochintelligenter Mann, der einen sehr gepflegten Umgang zutage trägt, der sehr, sehr gut auf den Punkt argumentiert, der sehr hell im Kopf ist, der sehr positiv bei mir angekommen ist. Und ja gut, er hat hier so ein, zwei Sachen da rausgehauen, die waren natürlich wieder so ein bisschen hyperarrogant. Ja, jeder, der Sinti Roma scheiße findet und bei uns mal zu einem Fest eingeladen wurde oder bei uns mal essen konnte, war nachher total begeistert. Darum geht's ja gar nicht. Sinti Roma werden hier genauso wenig abgelehnt, also zumindest von intelligenten Leuten wie Türken, Inder, Pakistanis oder Afghanen, das ist doch scheißegal. Es geht ja darum, wie ist der Mensch? Wie ist der? Es geht ja nicht darum, was der mir zu essen auf den Teller legt oder ob der mich in seine Familie einlegt, sondern es geht darum, wie benimmt er sich? Rülpst der, furzt der, scheißt der in der Straßenbahn, bedroht der Menschen, droht er ständig mit Strafanzeigen, ist er der Meinung, er wäre ein Superkünstler, ist er der Meinung, er kann durch die Welt gehen und alle Rechte anderen Leute mit den Füßen treten? Das geht ja um solche Geschichten. Also genau das, was du alles tust, darum geht's, wenn Menschen sich mit bewusst scheiße benehmen. Bewusst, weil du ja immer wieder auch diese Komponente zeigst, wenn man dir genug auf den Sack gegangen ist, dann geht's wieder eine Zeit, ne? Ja, dir genug die Beine massiert hat, dann geht's wieder eine Zeit. Und dann kriegst du die nächsten Berater wieder, die dann dein Leben wieder, ja, jetzt musst du das so und so machen, hey, deine Zuschauer, hast auch kein Geld mehr, ne, dann wird traurig geguckt, ne, ihr müsst mir alle helfen, jetzt liken, teilen, hast du nicht gesehen, ich will auch kein Geld von euch, aber nehmt an meiner Kampagne teil, ich habe mir vorher nochmal 1.000 extra geschickt, damit ich auch sicher sein kann, dass es funktioniert. Also du bist so ein Lügentyp vorm Herrn, dass einem ja Angst und Bange werden kann. Verstehst du, wenn du die Leute bescheißen wolltest, wenn du also, ich habe die Leute ja auch schon beschissen, ne? Also alle Beschissenen, tut mir leid, dass ich euch beschissen habe. Ich habe ja zum Beispiel bei der letzten Aktion am 11. 400 Euro eingenommen. Man hat mir vorher, also zwischen der Sendung davor und der Sendung da, schon 250 Euro von zwei Leuten geschickt. Einfach so, weil die mich gut finden. Passiert immer wieder mal, dass das passiert, dass mir Leute Geld schicken, weil sie sagen, ich finde das gut, was du tust. Kleiner Dank oder manche Zahlungen sind auch regelmäßig, alles super, ne? Und ich habe dann da gesessen und gesagt, gut, ich könnte jetzt auf meinen Counter die 250 direkt einbuchen, aber dann hauen die anderen weniger raus. Deswegen habe ich gesagt, na, lass mal erstmal die anderen und dann am Ende buche ich es dazu. Ne? Ja, das ist Link, klar. Aber so funktioniert das Leben. Aber es ist keiner von denen geschädigt worden. Das heißt, die am Anfang irgendwas gegeben haben, die haben es genauso gerne getan. Aber wenn sie sich beschissen fühlen, können sie einfach beim nächsten Mal einen Zehner abziehen. Aber es gibt ja keinen Grund dazu. Ich lebe hier transparent, das ist der Unterschied zu dir. Also zumindest in dem Teil, was meine Meinung, mein Umfeld angeht. Ich würde euch ja viel mehr zeigen, aber ich hätte ja dann dasselbe Problem wie der Herr Kirsche. Und dann anschließend irgendwelche Leute da versuchen, sich über meine gelbe Tapete lustig zu machen oder mich versuchen, wie so ein Assi hinzustellen. Deswegen tue ich das nicht, Stefan, wir sind übrigens immer noch nicht live. Nee, das tue ich nicht.
Sondern ich zeige den Leuten ja nur den Teil, den sie sehen sollen. Aber das ist natürlich echt. Ich räume mein Regal, deswegen nicht extra vorher auf. Auch hier liegt seit Wochen hier mein Stapelmüll rum. Ich stapel diese ganze EDV-Kacke, also pff. Wahrscheinlich bin ich Elektronik-Messi oder irgend sowas. Ich gehe nicht duschen vor der Sendung. Ich mache mir meine gelben Finger meistens nicht weg. Manchmal putze ich mir die Zähne vor der Sendung, aber ich schlabber ein bisschen, dann habe ich hier meistens so Flecken, dann sieht wieder aus, als wenn ich beim Onanieren nicht richtig gezielt hätte. Es sind viele solche Kleinigkeiten, also ich versuche hier nichts darzustellen, was ich nicht bin. Aber ich bin kein Assi, nur weil ich hier nach einem langen Arbeitstag oder nach einem langen Tag oder nach einfach, was weiß ich, nach 10 Stunden hier sitze und sage, ja, ich habe momentan keinen Bock, mich hier noch extra zu duschen, nur um hier eine Stunde vor der Kamera schön auszusehen. Ich kenne mir die Haare nicht, sondern das ist hier meine Standard-Alltagsfrisur. Ich könnte mir die Haare machen, die würden ja aussehen wie geleckt. Problem ist, wenn ich gleich vom Aldi wiederkomme und meinen Helm auf hatte, sehen die wieder so aus wie jetzt. Also kann ich es auch gleich so lassen. Also, ja. Aber ich verkaufe hier kein Aussehen. So, aber wir sind schon über eine Stunde. Ich meine, das soll jetzt reichen. Wir sind beim Kirche-Video, beim letzten. Wir sind jetzt bei Minute 10:42. Und das ganze Drama geht noch. Boah, 2 Stunden hast du nicht gesehen. Ich mach das jetzt weg. Meine Meinung kennst du. Es bleibt dabei. Änder dein Verhalten. Tust du das nicht, werde ich mein Verhalten auch nicht ändern. Na? Lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Supportet mich. Ich brauche auf jeden Fall Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Am besten viel. Und pff, ja, Kirche. Wie gesagt, wenn ich dein Leben ein bisschen verändern soll, einfach bei mir melden. An dem Tag, wo die erste Post von dir kommt, zeige ich dir mal, wie schnell ein Fahrstuhl unten fährt. Tschüss.